Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grandia 3. Ja, in der letzten Episode hatte der gute Rods und wir, kann man sagen, einen Einfall. Wir können ja einen Gleiter bauen. Wir brauchen die Power Unit gar nicht, also diese Flugeinheit. Und noch jemand ist scheinbar aufgetaucht. Schaut mal dort hinten. Und diese Melodie kann nur eines bedeuten. Eine gute Freundin ist hier. Zumindest vermute ich das. Das wäre schön. Und wir haben ja einen Platz frei. Leute, ich glaube, jetzt geht's weiter. What are you doing here? The mark showed me the way. Oh. Zorn's rebirth is not yet complete. Oh. Alfina is putting up a strong fight. Alfina is? Huh? The mark of the communicator had been preventing Zorn's rebirth. Yes. The power of the communicator is split between brother and sister. This is... I feel better. How long has it been since we've been together like this? What is it? You're afraid, right? I love you, Alfina. Emilius, I won't leave you again. Master Emilius, Miss Alfina, at last your two marks will be united as one. Yes, it's true. Zorn is about to be reborn. But Alfina is fighting it. Yuki, you've got to find an updraft. And we just threw this thing together, so if you make even one mistake... I'll be fine, Rots. I have got my wings now. Huh? Thanks to everyone's help. You'll all be with me, as I go after Alfina. Yuki... Take off! An updraft! Wow. Leute, das... Wow. Schon wieder. Ich muss es nochmal versuchen.
Darin ist der Yuki ja wirklich Weltmeister, muss man sagen. So, aber... Ah, okay, wir gucken uns den Gleiter mal an. Am Anfang hat das gut geklappt. Ich werde es das nächste Mal schaffen. Ja, Yuki, aber wie willst du das machen? Wie willst du da hinkommen? Und wie willst du das alleine schaffen? Ah, jetzt sind wir hier. Leute, seht ihr? Jetzt sind wir in diesem Gebiet hier hinten. Oh, super. Das gefällt mir auch ganz gut. Da kann ich nämlich gleich nochmal speichern. Oh, sind wir ja wirklich allein? Das wäre aber ganz schön gefährlich. Ja, bitte nicht angreifen, liebes Häschen. Oh, wieder Crimson Potion. Aber ich bin mir sicher, die Guten finden hier doch eine Lösung. Das muss einfach so sein. Hm? Was ist das? Okay, eine Kette? Was macht denn eine Kette hier? Oh nein, Leute, der Pilot. Der andere Pilot. Eine Kette? Ich frage mich, wer sie verloren hat. Oh nein, das wäre richtig hart. Okay, wir müssen hier entlang. Keine Sorge, lieber Hase. Ich tue dir nichts. Zumindest nicht, wenn ich allein bin. Obwohl der gute Yuki sicherlich keine Probleme hätte, es mit dem Hasen aufzunehmen. Da bin ich mir sicher. Aber ich laufe jetzt nochmal kurz zurück und speichere. Shiba, wir müssen nochmal gucken, ob Shiba gut geht. Ja, schaut mal. Ja, ja, na, Shiba sieht doch ein bisschen fertig aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich sieht sie so aus wie immer. Okay, wir recovern mal. Hm, also vielleicht wird Hackt jetzt wirklich unsere vierte Kameradin. Das wäre ja richtig cool. Boah, 40 Stunden sind wir schon, Leute. Wahnsinn. Wir sind ja auch schon bei mehr Parts übrigens als Grandia 2. Sehr interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das Spiel so lang geht. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich hoffe, unsere Freunde sind nicht schon verzweifelt, weil sie glauben, wir sind tot oder sowas. Ich frage mich, ob Yuki es geschafft hat, in einem Stück geschafft hat. Das können wir nur hoffen. Ja. Mir geht's gut, Leute. Ich komme gleich vorbei. Oh, Yuki! Geht's dir gut, Mann? Komm schon! Halt durch, Yuki! Ich werde noch einen Gleiter machen. Wieder. Ich muss wieder fliegen. Yuki! Du musst ihn ins Inn bringen für mich, okay? Hm? Was hat das zu bedeuten? Was zum... Woher hat er das denn? Ah, stimmt, die Kette. Du hast die Kette verloren. Weißt du was? Ich besuche den alten Mann nochmal. Ja, ich glaube, der Ulf hat ihn jetzt ein bisschen zusammen. Punkt, Punkt, Punkt. Hey, old man! It's late. Go away. Don't give me that! Look! I want to know why you won't build Yuki a plane! The sky says the time for flying is over. It's time to rest. That's crap! Yuki has to fly! He just... has to! Please. You see... Yuki is in love with her. Hey! Where did you get this? Yeah.
loved her a lot, didn't you? Pilot instincts told me not to fly that day. That's right. I didn't fly, even though I could have. Truth is, I still haven't found the courage. I haven't flown since that day. Schmidt? In the mountains. The last plane I ever flew. It's old, and it doesn't use a flight unit. Schmidt, you mean... It should fly. Es ist seltsam, aber wir haben uns nie richtig vorgestellt, Hecht. Das stimmt. Danke, dass du gekommen bist, Hecht. Das war sehr bedacht von dir. Hey, mein Name ist Ulf. Du kannst mich Ulf nennen. Alles klar, das ist die Kurzform. Oh, sie hat Flügel, wie süß. Punkt, Punkt, Punkt. entweder hat sie den Witz nicht mitbekommen oder sie hört nicht zu. Es tut mir leid, ich bin Hecht. Es freut mich, euch kennenzulernen. danke, dass du gekommen bist. Hey, geht's dir gut? Ich meine, ja, du warst gestern ziemlich durch den Wind. Schmidt ist zu mir gekommen und hat mir etwas gesagt, letzte Nacht. Er hat gesagt, es gibt noch ein altes, Flugzeug oben in den Bergen. Als ich das gehört habe, war mein Schmerz und was ist nochmal Fatigue? Quasi seine Bedröppeltheit. Es gibt ein kleines Tor am Fluss und er führt in die Berge. Lasst uns gehen. Aber wir müssen doch nochmal schlafen, Leute, und wir müssen die gute Heck noch richtig ausrüsten. Also so schnell geht das hier nicht. Aber Leute, jetzt kam nochmal richtig viel Story, muss ich sagen, gefiel mir sehr gut. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt endlich Rods wieder begegnet sind. Das war irgendwie immer so ein loses Ende. Das heißt, Rods ist die ganze Zeit nicht aufgetaucht. 40 Stunden haben wir ja schon gespielt. Wir haben nichts von ihm gehört und jetzt plötzlich hier am Ende der Welt taucht er auf. Oh, da ist sie, die Hecht. Okay, was hast du denn so? Okay, Baton of Light. Das heißt, sie hat eine eigene Kategorie von Waffe. Haben wir denn was Schickeres für dich? Nein, das ist auch fest. Hecht-Schuhe, die können wir doch vielleicht wechseln. Nein, können wir auch nicht. Aber die Accessoires können wir ändern. Okay, dann gebe ich ihr doch mal den goldenen Ring. Und sie hat das Booster-Egg. Okay. Nicht schlecht, liebe Hecht. Aber wir haben da noch was Besseres im Angebot. Heaven's Gate. Okay, der einzige Zauber, den sie ausgerüstet hat. Und die Weinbook. Die Weinbook ist eigentlich schon ziemlich gut, glaube ich. Ja, das bleibt auch mal. Okay, aber wahrscheinlich müssen wir sie noch mal komplett ausrüsten. Wartet mal, Leute. Da muss ich jetzt erstmal nachschauen. Setup. Liebe Hecht, genau, du hast faktisch... Okay. Aber Leute, das ist eigentlich sehr gut, weil dann könnten wir theoretisch das halbieren. Das heißt, Dana bekommt zum Beispiel... Wartet mal kurz. Ich würde es mal kurz schauen. Was hat sie denn so für Werte? MAG-Wert 300. Also vergleichbar. Ja, sogar noch ein bisschen besser. Okay. Leute, genau, das müssen wir jetzt machen. Und zwar Equip. Fangen wir bei der Magie an. Okay. Bei ihr war es ja so, sie hatte immer Feuer und Stein.
Feuer und Stein. Genau, dann legt sie mal die Wasserzauber wieder ab. Ah, das Olli muss ich gleich nochmal reinmachen. Das normale Olli hatte sie ja auch. Da. Ah, oder haben wir das zweimal? Nein, leider nur einmal. All Heal. So. Und die Windzauber. Die lasse ich mal. Ich habe bloß gerade überlegt. Haben wir eigentlich schon diese Wind-Mastery? Ich habe es gerade wieder vergessen, muss ich gestehen. Warte mal, leg das mal ab. Okay. Gut. Hackt. So, hackt. Du bekommst jetzt, du hast natürlich jetzt auch das coolste. Ah, Burnblaze muss ich bei ihr wieder ausrüsten. Okay, Heaven's Gate ist anscheinend auch ein ziemlich heftiger Zauber. Bitte mal kurz. Los, damit es wieder ist wie. Ah, du hast jetzt Galactic Bang. Okay. Das ist egal. Wie gesagt, der Magiewert ist bei beiden relativ hoch. Deswegen denke ich nicht, dass das jetzt einen so großen Unterschied macht. Auf jeden Fall Meteor Strike. Auf jeden Fall die ganzen Wasserzauber hier. Auf jeden Fall das. Auf jeden Fall das. Und das. Das. Okay, ich gebe ihr das einfach mal so. Leute, das passt jetzt relativ gut. Wir haben jetzt, denke ich, alle wichtigen Zauber wieder ausgerüstet. Gut. Das heißt, sie hat jetzt hauptsächlich Wasser. Das heißt, sie braucht auf jeden Fall diese Water Mastery. Was hast du denn? Sie hat ganz besondere Dinge hier noch. Magica Esoterica. Okay, der ultimative magische Skill. Okay, und verwandelt quasi alle Angriffszaubersprüche in Cancel-Zaubersprüche. Das ist ja cool. Und natürlich haben wir die Wind Mastery schon. Genau, also was ihr auf jeden Fall braucht, ist die Water Mastery. Das muss auf jeden Fall sein. Und eventuell Wind Mastery, das ist aber nicht so unbedingt notwendig. Fire Mastery wäre eigentlich auch nicht schlecht, weil sie ja diesen Überzauber hat. Ich gebe ihr mal die Wind Mastery. Und gebe Dana die... Ah, sie hat Earth und Water Mastery. Wieso hat sie Water Mastery? Das macht keinen Sinn. Mach du mal lieber die Fire Mastery auch noch. Genau, das ist ja sinnvoller. Ja, das ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen, dass man das nicht sehen kann. Also, dass ich die ausgerüsteten Zauber nicht noch sehen kann, um dann zu sehen, wie das wirkt. Das ist ein bisschen schade. Genau, ansonsten ändert sich ja eigentlich nicht viel. Wir könnten theoretisch der guten Dana noch ein paar Sachen geben. Genau, Burnblaze wollte ich ihr wieder geben. Ja, ansonsten Fiora, eventuell ab und zu mal gut. Tigen, ja, Cure, brauche ich nicht so notwendig. Tremor vielleicht? Obwohl das halt, na, Quake, stimmt. Kann sie ja ruhig nehmen, wie gesagt, wir haben jetzt die Punkte. Sie hat jetzt, wie gesagt, Galactic Bang. Ich denke, das ist so relativ okay, Leute. Ich weiß, es ist immer... so im Let's Play ist es immer ein bisschen doof. Ich mache das zwar gerne, aber man muss sich dafür wirklich mehr Zeit nehmen. Okay, genau. Er hat diesen Godzap wenigstens noch. Genau, und er und der gute Ulf hat ja theoretisch zumindest noch genau Baboom, was ja auch nicht schlecht ist. Du kannst das Humor noch haben. Ja, ich denke, so sind wir relativ gut aufgestellt. Speichern wir auch gleich nochmal. Oh, dann bin ich ja gespannt jetzt mit Hackt, einem neuen Charakter, die Level 44 hat. Interessant. Das passt sich wahrscheinlich dann an, nehme ich mal stark an. Wir können auch gleich nochmal... okay. Genau, wartet mal, ich gucke mir das nochmal genau an. Okay. Alles auf 10. Das ist ja Defo-Resistenz. Eigentlich nicht schlecht. Das mal mit Dana vergleichen. Ach, wir können ja hier hin und her wechseln. Sorry. Ist das wirklich relativ ähnlich? Zumindest jetzt, also ATK-Wert jetzt nicht, aber der spielt ja keine so große Rolle. Wir sind schon ein bisschen weiter mit dem Magie-Level. Aber das spielt ja keine Rolle. Ab 10 konnte man ja das Größte machen. SP hat sie natürlich noch keine. Die kommen dann mit der Zeit.
Genau, okay, gut. Leute, dann haben wir sie jetzt auch ausgerüstet und sie wird hoffentlich zu einem guten Teammitglied. Ich hoffe es ja. Gut, ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Was hängt denn da oben? Ein Wookie mit Hörnern. Jetzt bin ich natürlich doch sehr abgelenkt. Ja, wie immer, danke ich euch fürs Zusehen. Danke euch für eure Kommentare und danke schön den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich mal sehr. Ja, und in der nächsten Folge übernachten wir hier nochmal in dem Innen natürlich, um noch ein paar Gespräche mitzunehmen. Und ich würde sagen, dann retten wir die Alfina, die sich ja gegen Zorns Kräfte wehrt. Also, bis dahin. Tschö.